aufwendige Dreharbeiten für den neuen Film von Kultregisseur Quentin Tarantino. Das Remake des Klassikers Manche mögen's heiß handelt von einem Hamburger Sportverein. Der Titel? Manche machen Scheiß. Es geht um eine Gruppe von Volltrotteln, die den Traditionsclub namens HSV komplett an die Wand fahren. Die aberwitzige Komödie wird in ganz Europa bereits frenetisch gefeiert. Nach meinem letzten Film wollte ich endlich mal einen Katastrophenfilm machen. Und da habe ich mir diese kranke Story über einen fiktiven Fußballverein ausgedacht mit dem Namen HSV. Was für eine bescheuerte Abkürzung, hat mein Produzent gesagt. Und ich so, das ist es ja gerade. Die Hauptfigur des schmierigen Clubchefs Bernd Hoffmann spielt der völlig unbekannte Bill Prunella. Die Figur Hoffmann motzt den maroden HSV zu einem seelenlosen Wirtschaftsbetrieb auf. Aber dann mischt er sich in etwas ein, von dem er keine Ahnung hat. Fußball. Für diese Rolle brauchte ich jemanden, der noch nicht mal Abseits erklären kann und trotzdem immer einen auf dicke Hose macht. Da habe ich mir irgendeinen Schmierlappen aus einer Marketingfirma genommen. Und das war dann eben dieser Bill. Bill spielt den größenwahnsinnigen Hoffmann voller Hingabe. Selbstherrlich setzt er den erfolgreichen Sportdirektor Beiersdorfer vor die Tür und wechselt die Trainer wie seine Unterhose. Einmal im Jahr. Aber Tarantino setzt noch einen drauf. Er schreibt dem HSV eine völlig bekloppte Vereinshierarchie ins Drehbuch. Einen Aufsichtsrat nicht mit 3 oder 4, nein, mit 12 Mitgliedern. Eigentlich wollte ich nur 11 Leute, weil ich diese Karnevalssendung mit dem Elverrat gesehen habe, zum Totlachen. Diese 11 Vollspacken wollte ich unbedingt auch in meinem Film haben. Naja, und dann wollte mein Friseur halt auch noch mitmachen. Da habe ich gesagt, einer mehr oder weniger ist auch egal. Das ist okay. Okay. Eine irre Idee. 12 Aufsichtsräte mit 12 Meinungen. So entsteht in Tarantinos Film das totale Chaos beim HSV. Am Ende ist auch die Mannschaft verunsichert. Dargestellt von Amateurfußballern aus der Kreisklasse 7. Sie können gar nicht mehr arbeiten. Sie können gar nicht mehr vernünftig in Ruhe arbeiten. Das ist Wahnsinn. Ja, und ich habe auch schon 6, 7 Fortsetzungen im Kopf. Weil das Chaos bei diesem irren Club geht einfach immer weiter und weiter und weiter. Wie bei der unendlichen Geschichte, verstehen Sie? Manche machen Scheiß. Ein bisschen übertrieben, urkomisch, eben typisch Hollywood.